Ja, herzlich willkommen bei Kuba Gaming. Hier sind Madin und Hauke, beziehungsweise SVW. Richtig. Und ja, das erste Video habt ihr eh schon gesehen vom Amachi-Server. Da sind wir jetzt auch wieder drauf und jetzt fange ich einfach mal an zu erzählen, der Stand der Lage. Also für die Publing-Menschen, die einfach so raufkommen, warum heißt das jetzt gestoppt? Was machst du? Bei mir geht es gar nicht mehr weiter hier. Oder laggt es? Es geht weiter. Oh. Es geht weiter. Ach so. Na gut, sorry. So, wieder hier Platz nehmen. Hm, sehr komisch. Naja, wie gesagt, für die Public-Leute, ich habe das erste jetzt endlich hingekriegt mit den zwei Welten. Also, wenn ihr hier drauf joint, spawnt ihr gleich in der Richtung, also in eurer Welt sozusagen, wo ihr erstmal bauen könnt. Und also das Rängesystem ist am Spawn kurz erklärt. Ich sag's jetzt auch einfach mal nur so. Also ihr kommt drauf, ihr seid erstmal Gast, könnt euch das mal angucken. Denn wenn der, also ist ja ein Hamachi-Server, wenn er online ist, dann ist auch meistens ein Admin drauf. Die können euch dann hochstufen. Dann werdet ihr als erstes Wanderer. Und ja, dann müsst ihr ein Haus bauen. Einfach irgendeins, sagen wir, wie so euer Starthaus. Wenn ihr damit fertig seid, dann zeigt das uns. Wenn wir damit zufrieden sind, wird der hochgestuft. Und also meinerseits, ich rede jetzt mal aus meiner Perspektive, ich schaue beim Hausbau, schaue ich von außen und von innen noch auf die Details und rundherum, wenn jetzt ein Feld ist, wie das angelegt ist, Treppen, ob die abgeschlossen sind, ob es synchron ist, bla bla, der ganze Scheiß. So, und der SVW auch und die anderen, denke ich mir auch. Und jo, dann wird er, ja, dann wird er Kolonist. Also es gibt Wanderer, Kolonist, Kaufmann, Bankier. Mit jedem neuen Rang habt ihr bessere Rechte, wie zum Beispiel, jetzt also selbst mit Wanderer habt ihr halt die Standardrechte, Spawn, Home, Set Home, Warp, die ganzen Dinger. Mit Kolonisten könnt ihr jumpen, also Backslash Jump und dann halt wohin springt, oder mit Kaufmann könnt ihr euch mehrere Homes setzen und so weiter. Und es geht ja auch darum, dass ihr dann vielleicht, wenn ihr Bock habt, an dieser Welt hier mitbaut, wo SVW euch gleich was erzählen wollt. Und zwar, das läuft so, also ihr werdet Kolonist. Wenn ihr Kolonist seid, müsst ihr noch was Schöneres bauen als das erste Haus. Das kann ein Haus sein, das kann ein Objekt sein, das kann ein Dreckhaus von mir aus sein. Hauptsache, es sieht toll aus. Und das, also, das fasziniert uns. Müsst ihr einfach bauen, dann schreibt er wieder, kommt her und schaut euch das an. Wenn uns das passt, dann werdet ihr Kaufmann. Wenn ihr Kaufmann seid, dann schreibt, also, dann kommt es halt noch darauf an, ob ihr wirklich hier an dieser Welt hier mitbauen wollt. Also an dieser hier, wo wir jetzt gerade sind. Da müsst ihr denn, da kriegt ihr den Auftrag von uns, je nachdem wer jetzt gerade online ist, also beschreiben wir euch den rein, zum Beispiel, ja, Aufgabe, bau ein Haus mit dem und dem Durchmesser oder nee, ein Iglu mit dem und dem Durchmesser oder ein Haus mit der und der Länge und Breite und Höhe, das Material, was für ein Dach, welcher Style. Und wenn uns das denn passt, gefällt, super gefällt, dann habt ihr die Berechtigung hier drauf mitzubauen. Wenn jetzt jemand denkt, ist doch viel zu überzogen, nein, ist es nicht. Wie gesagt, wir wollen hier wirklich was aufbauen und das ist auch eine Sache des Vertrauens und eine Sache des Könnens. Und daran sehen wir halt, ob ihr das auch wirklich wollt. Ihr müsst es nicht, also ihr müsst hier nicht mitspielen. Ihr könnt auch einfach auf dem Public-Server eure kleine Welt aufbauen und mit anderen handeln und so weiter. So, wie vorher schon gesagt, Hamachi ist immer noch da, der Root-Server, ich weiß nicht, wann der mal kommt. Das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Deswegen am Wochenende ist er immer on, sonst am Abend ist er auf jeden Fall immer ab um 7 online. Ja. Mal gucken, gab's noch was zu erzählen? Nee. Ach ja, TS-Pflicht, also ich hab's am liebsten, auch wenn jetzt neue raufkommen, dass ihr kurz beim TS vorbeischaut und mal sagt, wie ihr so heißt, woher ihr kommt, wie alt ihr seid, das interessiert mich einfach immer, weil ich die Leute noch immer so anrede und also aber TS-Pflicht ist nicht bis zum Bankier und wenn ihr Bankier seid und wirklich bei uns mitbaut, dann ist TS Pflicht, weil wir müssen uns koordinieren. Dörfer, Städte, Objekte, Wege, bla bla bla, der ganze Dreck, der da alles auf uns zukommt. So, jetzt habe ich mal genug gequatscht und jetzt wird hier Kollege Hauke euch etwas über diese Welt hier erzählen. Genau, diese Welt ist nämlich für uns etwas ganz Besonderes. Ja genau, ich werde mal wieder rausgekickt, wie immer. In dieser Welt werden wir verschiedene Sachen bauen, große Sachen, kleine Sachen, verschiedene Dörfer. Die Dörfer werden wohl im Mittelpunkt stehen. Das Dorf, wo wir hier sind, das Dorf, beziehungsweise es ist ja eine moderne Stadt, wird es dann sein, mit dem Leuchtturm und so. Andere Dörfer werden ganz mittelalterlich, manche Dörfer werden chinesisch, dann gibt es noch welche, die auf Eis gebaut sind, dann gibt es ganz viele Dörfer.
Einfach damit wir uns eine richtige kleine Welt aufbauen. Und wenn ihr Lust habt, richtig Großes zu bauen, dann müsst ihr uns fragen, einfach, wenn ihr hier drauf bauen wollt oder auch wenn ihr auf der anderen Welt bauen wollt. Wenn ihr was Großes bauen wollt, wovon wir überzeugt sind, dass ihr das auch wirklich schaffen könnt, dann werden wir euch die Materialien geben und dann werdet ihr das bauen dürfen und das wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass ihr wahrscheinlich gefördert wird, wenn es wirklich gut ist. Ja, sonst Welt hier, wie gesagt, hier haben wir gerade einige große Projekte noch am Laufen, andere werden noch, wir haben da noch ganz schön viele Ideen. Sehr viele. Und sehr, sehr viele. Und sonst, ja. Gibt's sonst noch was? Ja, wie du schon gesagt hast, also, wenn ihr am Anfang schon gut bauen wollt, aber da müsst, also, ja genau, das hätte ich von auch noch sagen können. Also, wie ihr jetzt schon gesagt habt, wenn ihr gern groß baut und auch uns helfen wollt, dass wir euch dann die Materialien geben, also auf jeden Fall müsst, also es gibt ja Ausnahmen, auf jeden Fall müsst ihr Kolonist sein. Also, zuerst möchten wir schon gern was sehen, wie ihr so baut. Weil, wie gesagt, wir wissen ja nicht, wir kennen euch ja nicht, wenn ihr jetzt raufkommt, ist jetzt keine Sache des jetzt nicht Vertrauens, aber wir müssen halt wissen, wie ihr baut und wie ihr bauen könnt. Und ja. Na gut, das war's dann so. Und demnächst folgt dann das erste Let's Show mit der passenden. Nee, zuerst kommt noch ein Trailer, weil wir bauen das ja als ganze Welt auf, plus Geschichte, plus Story, wo ich auch schon angefangen habe schreiben. Und. Oh ja. Ja. Und dann kommt noch ein Trailer dazu, ein kurzer. Dann kommt das Let's Show, das allererste, und dann werden die Let's Shows immer so weiter gestaffelt. Also wir werden quasi die Geschichte vielleicht auch ein bisschen durchspielen. Das weiß ich noch nicht, ob wir das machen. Also erstmal werden wir das in normale Let's Shows verpacken, was wir so gebaut haben, wo es, was es so gibt, die geheimen Orte und so weiter. Naja, so, das war's denn jetzt mal zu dem. Als nächstes bei Minecraft seht ihr eben dann den Trailer und kurz danach oder länger, oh, was hab ich jetzt gemacht? Oh. Oder länger danach dann den das erste Let's Show wieder mit uns beiden und jo, ich würde sagen, das war's. Ja, ich denke auch. Na gut. Wie gesagt, lasst euch mal durch den Kopf gehen, kommt auf den Server, besucht uns, kommt ins TS. Die TS-Daten schreibe ich unten nicht rein, weil wer weiß, welche Idioten da raufkommen könnten. Man weiß es ja nie. Da fragt uns einfach und schreibe ich euch nach Machi und ja, ich laber wieder viel zu viel. Also dann, ich wünsche noch einen schönen Abend und ja. Na, doch. Vielleicht sehen wir uns ja mal. Jo, vielleicht sehen wir uns. Naja, tschüss.